Vollautomatik, halbautomatisch, M4, M16, Sturmgewehre. Was ist das überhaupt alles? Vollautomatische Waffen. Was sind vollautomatische Waffen? Vollautomatische Waffen sind erstmal in Deutschland verboten. Die dürft ihr gar nicht erwerben, egal ob ihr ein Sportschütze seid oder ein Jäger. Kein Jägermeister. Ein Jagdscheininhaber in Deutschland. Dann, die Waffe hat in der Regel mal eine Sicherung. Dann gibt es die Einzelfeuerposition und auch die Dauerfeuerposition. Die gibt es in Deutschland natürlich nicht. Was würde die Funktion besagen? Ihr haltet den Abzug gedrückt und die Waffe verschießt die ganzen Patronen, die im Magazin sind, bis das Magazin leer ist. Halbautomatische Waffen, bei denen ist die Sache so, ihr müsst einmal abdrücken und dann löst sich nur ein Schuss. Ihr könnt den Abzug gedrückt halten, aber da tut sich nichts. Und dann könnt ihr den Abzug nochmal betätigen. Aber ihr müsst den Abzug erstmal loslassen und dann wieder betätigen. Nicht gedrückt halten. Das ist der größte Unterschied zwischen vollautomatisch und halbautomatisch. Halbautomatische Waffen dürft ihr erwerben. Als Sportschütze und auch als Jäger. Halbautomatische Waffen können Sportschützen nur unter einer Bedingung erwerben. Die müssen mindestens 16,75 Zoll haben. Es geht hier um Sturmgewehre. Wir haben M4 Modelle hier auf dem Tisch, überwiegend, hauptsächlich. M16 haben wir gar nicht. Was M16 sind und was M14 sind, das werden wir euch später in einem anderen Video zeigen, aber nicht heute. Welche Waffen zeigen wir euch? Wir zeigen euch Modelle oder Waffen von der Firma Schmeisser. Schmeisser ist ein deutscher Waffenhersteller. So würde eine Schmeisser 9mm Sport aussehen. Die Waffe ist sportlich zugelassen und hat eine Lauflänge von 16,75 Zoll. Der Lauf ist von hier bis hier hin. Wir fangen mal mit dem Grundmodell an, von Schmeisser. Was ist Schmeisser, was hat Schmeisser für Modelle und was machen die? Schmeisser hat AR-15, keine AR-10. Das werde ich euch auch in einem anderen Video erzählen. AR-15 sind immer 2:2:3. Mittlerweile ist in Deutschland nur noch ein 10-Schuss-Magazin erlaubt. Alles, was da drüber ist, ist tabu. Dürft ihr nicht nutzen. Das ist die Schmeisser M5F. Das ist eines der meistverkauften Modelle von Schmeisser. Hat einen verschiebbaren Schaft, Bedienelemente beidseitig, sichere Feuerwarnhebel, Bolt Catch, Magazinauswurfhebel und das gleiche auf der Seite. Alle Modelle, bis auf die Ultramatch von Schmeisser, haben ein Gewinde. Da könnte man einen Kompensator drauf montieren, Schalldämpfer draufsetzen. Kann man, aber bei der Ultramatch nicht, die hat leider kein Gewinde. Die M5F ist das hier, die hat noch das alte System, das ist Key-Mod. Das neue System ist M-Lock. Das ist Key-Mod, das hier ist M-Lock. Altes System, neues System. Die Umstellung auf M-Lock ist bei Schmeisser 2020 Mitte des Jahres ungefähr. Also die Waffen ab Juni, Juli circa sind alle mit M-Lock ausgeliefert worden. Die Schmeisser M5F und die FL. Was ist der Unterschied? Im Endeffekt nur der lange Handschutz. M5F, FL für lang. Der Lauf hat dieselbe Länge. Es sind 16,75 Zoll. Und somit auch für Sportschützen erwerbbar und auch für Jäger. Die haben so oder so keine Einschränkung. Das ist die Ultramatch, 20 Zoll. Die Waffe hat einen Festschaft, keinen Schubschaft. Im Festschaft befindet sich noch ein weiteres 10-Schuss-Magazin. Die Ultramatch gibt es als halbautomatische Waffe, also halbautomatische Büchse. Das hier ist die Straight-Pull-Version. Das ist der gerade Zugrepetierer. Die Waffe schießt nicht halbautomatisch. Und die Ultramatch hat kein Gewinde. Das ist die LMR. Die LMR ist im Endeffekt ein Misch aus der Schmeisser M5F FL und der Ultramatch. Die hat ein Gewinde, hat aber einen Festschaft. Wieder mit dem 10-Schuss-Magazin. Und hat hier auch, wie immer, bei jeder Schmeisser die beidseitige Bedienelemente. Das ist die Schmeisser Dynamic in FDE. Nicht mehr schwarz, Standard. Die hat wieder den Schubschaft,
Die hat hier das Schmeißer-Logo eingefräst auf beiden Seiten und hat hier noch das Keymod-System, aber die neuen Waffen kommen alle mit dem M-Lock. Die neuen Modelle haben auch die 45-Grad-Sicherung. Das bedeutet, der Schalter dreht sich nur um 45 Grad. Dann gibt es noch die Schmeißer DMR. Das ist das Schmuckstück. Das hat im Endeffekt alles, was Schmeißer kann. Wir haben einen komplett verstellbaren Schaft, auch in der Höhe. Das ist ein ergonomischer Pistolengriff. Hier haben wir auch schon die 45 Grad Sicherung. Jedoch noch mit dem Keymod-System und dem Norridge-Kompensator. Was es mittlerweile auch noch gibt, es gibt die kurze, sportliche Version, Schmeißer AR-15 9 mm. Das bedeutet, die Waffe verschießt keine 223 Munition, sondern ganz normale 9 mm Patronen. Da sind die modifizierten Glock-Magazine drin. Das sind Original-Glock-Magazine, kein Nachbau. Die Waffe hat eine Lauflänge von 10,5 Zoll. Ihr könnt ihr mal im direkten Vergleich sehen, mit einer 16,75 Zoll Version, 10,5 Zoll, 16,75 Zoll. Die Waffe ist auch sportlich erwerbbar für Sportschützen wegen dem sportlichen Handschutz. Das ist der Handschutz Keymod M-Lock, das ist alles zu militärisch. Deswegen darf man den in der Version nicht erwerben als Sportschütze. Das ist die jagdliche Version, die darf nur von Jägern erworben werden. Die Schmeißer 9 mm, 10,5 Zoll gibt es auch in 16,75 Zoll. Für die Sportschützen, die vielleicht etwas präziser schießen möchten oder die Waffe etwas länger haben möchten. Die Schmeißer 9 mm, die neuen werden alle mit einem Schubschaft versendet oder auch ausgeliefert und mit einem Norridge-Kompensator. Für 9 mm, der ist mit der 223 Version nicht identisch. Die Waffe gibt es auch noch mal in etwas länger, 16,75 Zoll. Das wäre die hier. Das ist jetzt in dem Fall eine ältere Version, da ist der Festschaft dran und kein Norridge Kompensator. Die Waffen haben alle ein Schwipp-Visier. Die Bedienelemente sind alle beidseitig bedienbar bei den Schmeißerwaffen. Dafür ist Schmeißer bekannt, war einer der ersten Hersteller, die das von vornherein gemacht haben oder recht am Anfang. Der Charging Handle, der ist auch beidhändig bedienbar. Ob man den jetzt nur von der Seite reindrückt oder von der Seite. Das sind die sportlichen Versionen. Die gibt es auch nur für Jäger. Das ist die jagdliche Version. Die ist 10,5 Zoll lang, also unter 16,75. Ist fürs sportliche Schießen nicht geeignet mit dem M-Lock-System. Auch beidhändig bedienbar mit der 45 Grad Sicherung, mit dem Schubschaft. Das ist die jagdliche Version in 223. Die gibt es auch in 9 mm Luger. Das ist 9 mm Luger, eine Faustfeuerpatrone. Das ist Kaliber 223 Remington. Die 10 Schuss Magazinkapazitäten hatten wir schon angesprochen. Jetzt kommen wir zur Farbe. Schmeißer hat die Farben schwarz als Standardversion. Dann gibt es die graue Version und die FDE, Flat Dark Earth und RAL 8000. Das hier ist Burnt Bronze mit unserem Logo. Warum? Die Waffe in Burnt Bronze bekommt ihr nur bei Colt 24, die M5F und die FL bis dato. Wir haben seit längerem eine Kooperation mit Schmeißer, die Burnt Bronze Edition. Das ist die Colt 24 Edition bei uns, wird über uns vertrieben, innerhalb Deutschlands. Bis jetzt hatten wir nur die Schmeißer M5F und die FL mit dem langen Handschutz vertrieben. Ab Dezember fangen wir auch an mit der Ultramatch, DMR, Dynamic, die Sportversionen, wie sie zum Beispiel auch hier schon ist, werden wir auch die online anbieten und auch verkaufen. Die werdet ihr dann nur erstmal bei uns bekommen. Man könnte sich jetzt streiten. Das Logo, muss es sein, muss es nicht sein. Die Farbe ist eigentlich per Aufpreis erhältlich. Den Aufpreis berechnen wir nicht. Wir verkaufen die Varianten in der Regel für den gleichen Preis wie bei den schwarzen oder auch günstiger. Wir verbuchen das dann als Werbung.
Dafür muss unser Logo drauf sein und dann passt die Sache. Früher war das Logo recht groß, wie zum Beispiel bei der M5F. Und ab jetzt wird das Logo auch kleiner, dezenter gelasert. Die lasern nicht wir, das lasert direkt Schmeißer selbst. Einige der Kurt 24 Edition haben wir schon in unserem Wochenangebot. Die seht ihr auch auf unserer Internetseite, werden wir in der Videobeschreibung auch verlinken. Die Jagdscheinmappen oder Waffenbesitzkartenmappen könnt ihr auch käuflich erwerben oder beim Kauf einer Schmeißer bekommt ihr die gratis von uns mit. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt Daumen hoch, abonniert den Kanal, schreibt am besten in die Kommentare, was euch am meisten gefallen hat oder was euch nicht gefällt, was wir verbessern können.